Gesund, fit, schön. Die Musenhof-Kliniken in Deidesheim präsentieren Ihnen Telemed Spezial. Heute ein schönes Gebiss, unsere Visitenkarte. Und es geht bei schönen Zähnen nicht wirklich immer nur um Schönheit, sondern es geht um die Funktion. Sie wollen ja auch beißen, sie wollen kauen können. Und deswegen lässt sich Ästhetik und Funktion, Funktionalität, der Biss nicht voneinander trennen. Gast im Studio ist Dr. Hunecke. Herr Dr. Hunecke, ist das tatsächlich heute das Leitmotiv? Wir müssen eher auf die Funktion gucken, bevor wir auf irgendwie eine schöne Zahnreihe setzen? Gut, schöne Zähne sind natürlich das Endergebnis, was wir unbedingt erreichen wollen. Wir können das aber nicht ohne die Funktion außer Acht zu lassen. Das heißt, wir müssen schauen, wie sieht das beim Patienten jeweils aus, wie ist das Ganze patientenspezifisch zu machen und können dann anhand dieser verschiedenen Parameter schöne und auch funktionell richtig aufgestellte Zähne abliefern. Jetzt spielen dabei auch häufig Implantate eine Rolle, auch was dann solche ästhetischen Lösungen betrifft. Warum? Implantate sind natürlich zurzeit eigentlich in aller Munde, wenn es um Zahnmedizin geht. Das ist schön formuliert, ja. Ja gut. Das heißt, auch bei Implantatversorgung ist es immens wichtig, weil das ja ein anderes System ist als ein natürlicher Zahn, dass dort die Funktion einwandfrei funktioniert. Und da ist es wichtig, vorab, bevor man mit der eigentlichen Planung und dann der Implantation beginnt, den Patienten hinsichtlich der eigenen Funktionsparameter zu untersuchen. Und das schauen wir uns vielleicht einfach mal im Beispielfall an, weil daran kann man wirklich gut sehen, wie eben dann auch die Lösung sehr durchdacht sein muss, um überhaupt erstmal dahin zu kommen, hinterher was auch optisch Schönes dann abzuliefern. Termin in der Musenhof Zahnklinik. Bei Herrn Löw, dem Patienten, werden heute Implantate eingesetzt. Ein weiterer Schritt auf dem Weg zu einem festen Biss. Denn der Unterkiefer des Patienten hatte es den Zahnärzten in der Klinik nicht gerade leicht gemacht. Damit die Implantate später richtig festsitzen und ihre Tragfähigkeit erhalten, musste innerhalb des Kiefers Knochen transplantiert werden. Problemlos bei Ihnen verlaufen? Absolut problemlos, ja. Klasse, ja. Okay. Wir wollten ja heute die Implantate anbringen. Ich habe mal das Röntgenbild vom letzten Mal aufgerufen. Was man jetzt sehr gut sieht, ist der aufgebaute, transplantierte Knochenbereich. Zum einen hier auf der linken Seite mit der Halteschraube, das gleiche nochmal hier auf der rechten Seite, auch mit der Halteschraube. Die beiden Schrauben werden wir dann heute entfernen, damit wir für die Implantation genügend Platz haben und die nicht im Weg sind. Wie kommt denn das Implantat praktisch, also technisch, wie wird sowas denn eingesetzt? Gut, also was wir machen müssen, ist, dass wir primär uns natürlich überlegen müssen, an welcher Stelle sollen später die Zahnkronen stehen. Das ist der wichtigste Punkt, dass nachher wir zuerst eine Aufstellung haben, wie ihre künftigen Zähne aussehen sollen und wo die positioniert sind. Und diese Position gibt uns dann die Implantatposition vor. Das haben wir bei Ihnen als ersten Schritt gemacht. Ein Schritt zurück, vier Wochen zuvor. Die Planung der Details. Problem muss bisher verlaufen und man sieht auch sehr gut, weshalb wir in Ihrem Fall diese dreidimensionale Planung über den Computer gemacht haben. Wichtig ist ja, dass wir die Implantate so setzen, dass die langfristig stabil bleiben, also dass das wirklich, wenn möglich, den Rest ihres Lebens hält und dass wir dafür das bestehende Knochenangebot ideal ausnutzen. Wenn ich mir das nämlich anschaue, wo die Implantate idealerweise und auch in der idealen Größe stehen, dann sieht man, dass sich speziell bei diesem, allerdings auch bei diesem leicht, die Spitzen der Implantate über diese weiße Linie legen. Und die weiße Linie ist der Boden der Kieferhöhle, also die knöcherne Begrenzung. Und da sehe ich sofort, dass das kein langfristig stabiles Ergebnis geben würde, ohne einen Knochenaufbau, wie wir ihn ja bei Ihnen auch durchgeführt haben. Einfach hinzugehen und zu sagen, so wie es früher häufig gemacht wurde, da ist der Knochen, da setze ich das Implantat hin, macht Riesenprobleme. Das kann im Endeffekt dazu führen, dass man so ein Implantat überhaupt nicht verwenden kann oder dass es extrem schwierig ist, das zu verwenden. Heißt also, ich muss anhand eines normalen Übersichtsröntgenbilds oder halt einer solchen genauen Planung mir ein Bild über die Knochensituation verschaffen. Und die 3D-Planung hilft mir, die ganze Implantatpositionierung sicher durchzuführen. Ich kann dabei sicher Nachbarstrukturen schützen. Ich darf mich halt nicht blind drauf verlassen, aber ich habe eine deutlich größere Genauigkeit, als wenn ich das nur freihand bohre. Und ich kann zügiger operieren. Das heißt, das Ganze geht schneller vonstatten und ist damit weniger belastend für den Patienten.
Egal für welche zahnmedizinische Behandlung man sich entscheidet, am Ende kommt es immer auf den guten Biss, also auf die Funktion an. Heute ist man gerade in diesem Punkt viele Schritte weiter als noch vor einigen Jahren. Die sogenannte Funktionsdiagnostik ist beim Einsatz der entsprechenden Geräte heute sehr zuverlässig. Mit ihrer Hilfe verhindert man das Risiko von Fehlbelastungen im Kiefer, die sich auf den ganzen Körper auswirken können. Sind tatsächlich Fehlbelastungen so ein Riesenthema, auch bei jetzt der ästhetischen Korrekturen im Kiefer? Ja, Fehlbelastungen sind ein Riesenproblem. Speziell, wenn man ästhetisch hoch anspruchsvoll arbeiten will, muss man natürlich mit Keramikversorgung arbeiten. Und die Keramiken, die dort verwendet werden, sind etwas schwieriger zu handhaben und weniger fehlerverzeihend als die Materialien der Vergangenheit. Die haben mehr Fehler verziehen. Und da ist es halt wichtig, dass man als Zahnarzt dem Techniker, der dann die Arbeit herstellt, so viel Informationen wie irgend möglich an die Hand gibt, um das wirklich so abzustimmen, dass es zum Patienten passt. Das ist ja ein absolutes Unikat, was der herstellt. Das ist ja nichts von der Stange. Und das muss wirklich auf den Patienten abgestimmt sein. So, was wirklich jetzt aktuell auch das Thema ist, ist ja immer dieses Stichwort Veneers. Mhm. Zumindest wenn man mit Zahnärzten spricht, ist das ein Riesenthema. Das ist das, wovon Sie eben gesprochen haben? Bei Veneers genauso wie bei einer Implantatversorgung. Das heißt, auch bei einem Venier muss ich schauen, ob dort irgendwelche Fehlfunktionen vorliegen, ob der Patient zum Beispiel knirscht, das muss man dann halt vorher untersuchen, gegebenenfalls. Also sonst habe ich ein Risiko dabei, ja, dann am Ende. Da haben Sie auf alle Fälle ein Risiko, wenn man sich das vorstellt. Ein Venier ist halt nur eine sehr, sehr dünne Keramikschale, die ist minimal 0,4 mm dick und die wird zwar auf dem Zahn richtig fest verklebt, aber wenn es da Überbelastung gibt, kann so ein Venier unter Umständen brechen oder abplatzen. Wir haben ja so einen Beispielfall hier auch bei uns auf dem Tisch stehen, wo man das eigentlich ganz gut sieht, wie man Fehlstellungen auch damit, also Zahnfehlstellungen damit korrigieren kann. Ist das so ein typischer Einsatz, wo man mit diesen sehr dünnen Keramikscheiben arbeitet? Ja, das ist eigentlich ein Fall, wo man das sehr, sehr schön sieht. Man sieht jetzt hier auf der einen Seite ja die Ausgangssituation, so wie es war, und haben dann für die Patientin ein sogenanntes Mock-up angefertigt. Das ist im Grunde einfach nur ein Kunststoffkörper, den die Patientin aufsetzen kann, um das mal anzuprobieren. Hat den Vorteil, sie kann es vorher im Mund beurteilen. Man kann über Veneers sehr schön und auch sehr minimalinvasiv Fehlstellungen relativ zügig korrigieren. Das Ganze, was kieferorthopädisch ja auch machbar ist, dauert halt viel länger. Und das kann man halt mit Veneers heutzutage sehr zuverlässig machen. Wir haben auch dazu einen Beispielfall und Beispielfilm vorbereitet, an dem man ganz gut sieht, wie diese, ja, wie dieses Vorstadium eigentlich funktioniert und wie es dann aussieht.